Hallo Leute, willkommen zurück zur nächsten Folge von Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Ja, wenn wir die Aussicht genießen, habe ich mich immer noch nicht wirklich entschieden, wo wir weitergehen. Aber ich denke, wir schauen erstmal hier vorne. Da kennen wir ja schon alles soweit. Und schauen da mal, ob noch was Neues frei geworden ist. Ich bin mir nämlich überhaupt nicht sicher. So, erstmal ist er hier natürlich wieder da. Okay, zweimal hätte gereicht. Und den müssen wir, den haben wir schon besiegt. Gut, dann gehen wir mal hier rein. Beziehungsweise nach oben. Ich glaube, oben war noch eine Truhe, die vereist war. Oder auch nicht. Hier war nur er. Mal eben schauen, ist hier unten noch irgendwas gewesen? Wow, jetzt wäre ich fast noch runtergefallen. Nee, nur Hunde, wie es aussieht. Ansonsten nichts. Draußen war, glaube ich, auch nichts. Nee, da lag eigentlich nur ein Item. Kann man auch eben schon von der anderen Seite sehen. Da brauche ich da unten gar nicht reingehen. Und die Hunde töten. Lohnt sich da nicht. Besuchen wir mal unseren Freund hier unten. Au. So. Und ich glaube, die Treppe, genau, die Treppe gehen wir jetzt nicht runter, denn sonst kommen wir nicht wieder hoch. Dann gehen wir jetzt nämlich den anderen Weg, der jetzt neu frei ist. Und schauen mal, was da so ist. Ich weiß gerade nicht, welche Stelle das sein wird. Bin ich mal gespannt. Ich weiß gar nicht, okay, da steht einer. Aber hier hinten ist nichts, okay. Könnten wir eigentlich nochmal... Das war daneben. Aua. Arschloch. So. Was hat er nun davon? Wieder tot. Und mal schauen. Okay. Das ist die Stelle hier. Okay, die da drüben müssten wir mal eben wegholen, denn die beschießen uns sonst... Ja, mit ihren Zaubern. Ich verballere natürlich erstmal schön die Pfeile. Schauen, treffen wir so. Ja, das treffen wir sie. Oder ihn zumindest. Gut, er ist vergiftet. Ja, seht das. Damit beschießen sie uns sonst. Deswegen hole ich die mal weg. Ja, drei reichen doch. Gut, dann haben wir... Ja, er wirft seine Waffe wieder 3 Kilometer weit weg. Gut, und ich glaube, hier renne ich mal eben durch. Ja. Hatte ich nämlich noch im Kopf, dass da noch mehrere kommen. Jetzt haben wir einen schon mal weg. Der nächste bleibt... Oder die nächsten beiden bleiben da hinten stehen, okay. Lag hier draußen was? Hier liegt was, ja. Eine Priesterglocke plus 8. Die können wir uns gleich mal anschauen. Aber vorher nehme ich mal einen Bogen. Und hau ihn schon mal weg. So, sollte reichen. Ja, das reicht. Ja, natürlich noch einmal, ne? Die Priesterglocke plus 8. Da haben wir sie. Könnten wir rein theoretisch nehmen. Ne, bringt aber weniger. Heilige Glocke, die hochrangigen Klerikern gewährt wurde. Ein Beschleuniger für Wunder und Hexereien. Drangleic war die Heimat vieler Kleriker, doch König Vendrick schätzte ihre Kräfte nicht sonderlich und sah sie lediglich als Teilnehmer an Ritualen. In dieser Hinsicht war Drangleic kein guter Ort für ambitionierte Kleriker. Okay. So, ich schau mal eben, da hinten ist gerade nichts. Nee. Dann holen wir mal... ihn hier weg. So, gute Nacht. Und dann steht ganz da hinten steht noch einer. Na komm, sterb. Geht doch. Ja. Den hole ich jetzt auch schon mal mit Giftfallen weg.
Denn dann können wir gleich schon mal hier vorne durch die Löcher durchschauen, nach unten. Denn wir gehen jetzt eigentlich als nächstes nach unten. Und da sehen wir da schon mal einen stehen. Den holen wir auch schon mal weg. So, na, drei reichen. Da unten sehen wir noch einen stehen und da steht noch einer. Ich weiß gar nicht, ob wir den... Ne, den können wir nicht anvisieren. Aber können wir mit Giftfeilen beschießen. Wenn wir ihn dann mal treffen. So. Ja, ihn da hinten können wir theoretisch auch beschießen. Aber ich glaube, den treffe ich von hier so gut wie gar nicht. Vielleicht irgendwie so. Ja, tatsächlich. Ja. Ja gut, jetzt treffen wir nicht... Ah, jetzt dreht er... Ja. Ja, kommt drauf an, wie er sich dreht. Gut, jetzt war's das für ihn. Und dann können wir jetzt weitergehen. Er hat... Nee, er hat nichts gedroppt. Lag hier drüben noch was? Nö. Mal schauen, hat er was gedroppt? Auch nicht. Gut, ja, hier geht's einmal nach oben oder nach unten. Ich schau grad mal. Ich glaube, ich weiß, wo es oben hingeht. Erstmal zu einem Item. Zweimal in Elisabeth-Pilz. Und wir können hier die Tür aufmachen. Und da sind wir. Ja, hier vorne. Wo wir vorhin noch, oder in der letzten Folge das Item gesucht haben. Das heißt, wir haben ein kleiner Shortcut offen. Und wir gehen aber wieder runter. So, dann einmal hier durch. Oder hier runter, eher gesagt. Nicht durch, sondern runter. Hier ist aber, glaube ich, gar nicht groß was. Nö. So. Ah, ne, die hier drunter haben wir ja schon gekillt. Dann gehen wir nochmal eins runter. Und hier können wir runterspringen. Aber bevor wir da runterspringen, gehe ich erst wieder hier vorne hin. Beziehungsweise... Ne, wir brauchen gar nicht da runterspringen, fällt mir gerade mal auf. Mir hier eine Leiter. Erstmal gibt es hier noch was, genau. Ein Ring der Resistenz plus 1. Ring der Resistenz plus 1, da ist er. Erhöht Gift, Blutungsfluch und Versteinerungsresistenz. Dies ist ein mit 4 gesegneten Edelsteinen verzierter Schutzring. Er erhöht die Resistenz gegen Gift, Blutungen, Versteinerungen und Flüche von Waffen. Er ist ein Werk aus dem untergegangenen Land Ulafis. Der Zauberer, der diesen Ring schuf, war so mächtig, dass er weiterhin gefürchtet wurde. Ja, aber bevor wir runtergehen, ich stelle mich hier an die Ecke. Denn da sehen wir schon mal... Nein! Das war zu weit. Okay, jetzt müssen wir mal was trinken. Okay, ja, noch nicht groß was passiert. Können wir ihn mal wegholen. Ihn wegholen. Und dann nehme ich die Degen rein und gehe erstmal zurück. Denn ich glaube, hier hinten ist auch noch jemand. Ja, nicht nur jemand, da sind ein paar Hunde. Ja, ja, Ausdauermanagement, ne? In Stresssituationen ein bisschen blöd, so. Ja, da hinten haben wir gerade noch einen Hund gesehen, aber der dürfte uns hier nicht stören. Und hier gibt es noch eine Truhe. Da haben wir verwelktes Dämmerungskraut, dreimal. Ja, in so einer alten Burgmauer, ne, würde ich auch gerne mal hergehen. Wobei ich glaube, in echt sind die, ja, in echt sind die Burgmauern eigentlich nicht so hohl wie hier. Die wurden dann eher schon ein bisschen mehr ausgenutzt oder waren nicht ganz so dick. Dass dahinter direkt was anderes war, je nachdem. Ja, einen Hund haben wir auch noch. Und jetzt kommen wir, ah genau, zum nächsten Shortcut eigentlich. Da hinten geht's noch hin. Und hier ist ein Aufzug. Den Aufzug können wir theoretisch benutzen. Ich überlege, ob wir es machen. Nee, machen wir nicht. Wobei, ich weiß nicht, ob man einmal aktivieren muss. Das könnte nämlich sein, deswegen laufe ich einmal drüber. Und dann gehen wir mal weiter. Aber nicht sehr weit, denn verstoßene Hexe Donner kommt hier. Und die kann ganz böse werden. Da kommt sie schon an. Ich glaube, ich nehme mal Schild rein. Ist bei der, glaube ich, besser.
Ja, Hexe, wie man hört, die wird wahrscheinlich Hexereien nutzen. Na komm. Wenn ich jetzt zu ihr... Wenn ich mich traue, zu ihr hinzugehen, dann wird es wahrscheinlich böse enden. Okay, das ging jetzt noch. So, Backstep kriegst du noch. Schön. Und das war's schon. Okay. Ja, hatte ich das erste Mal ein bisschen mehr Probleme mit. Und da hat's aber auch ein bisschen mehr gezaubert. Oder ein paar mehr Hexereien genutzt. Und vor allem auch ein bisschen gemeiner. Noch ein Menschenbild. Ja, und schön. Also ich muss sagen, das DLC ist schön gemacht. Auch so abseits noch ein paar Bäume. Es wirkt alles sehr offen und schön. Ja, hier haben wir nochmal so einen Freund. Der sollte aber nicht das Problem sein. Nö. Guck mal an, wir haben 2500 Seelen und wir öffnen die Tür. Ein Ritter aus Eleum Lois sucht das Chaos. Ja, die hatte ja... Die weitere Frau hatte ja gesagt, dass wir die Ritter suchen sollen und, beziehungsweise nicht, dass wir die Ritter suchen sollen, sondern dass immer noch Ritter warten auf einen Anführer, der sie ins Chaos führt. Und das war einer von denen. Und davon gibt es, ich glaube, insgesamt 4 Stück. Jetzt können wir einen Aufzug wieder runterrufen. Ich hätte eigentlich gedacht, wir gehen... Wir schaffen das hier nicht. Wir sterben einmal oder so. Deswegen habe ich ihn hochgeschickt. Und ich glaube, es gibt 4 Stück davon. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, einen... Oder? Einen hat man von Anfang an. Kann das sein? Das könnte gut sein. So, so nach oben. Hier haben wir eine Tür. Und jetzt sind wir... Ah, jetzt weiß ich, wo wir sind. Okay. Ja, wir sind hier, wo wir das Auge der Priesterin bekommen haben. Das heißt, von hier schauen wir nochmal nach hinten. Weiß nicht, ob es hier groß was gab hier hinten noch, was eingefroren war. Deswegen lieber nochmal nachschauen. Aber ich glaube nicht, oder? Normal müsste hier jetzt gleich schon... Nee, genau. Da waren wir ja schon. Das heißt, wir gehen wieder weiter. Und sind dann beim dritten Leuchtfeuer eigentlich. Genau. Sind wir beim dritten. Da gibt es auch ein bisschen was zu holen. Und beim ersten müssen wir ja auch nochmal vorbeischauen. Da müssen wir nochmal einen anderen Weg gehen als bisher. So, hier ist erstmal nichts soweit. Da vorne renne ich jetzt gleich eh wieder durch und setze mich erstmal ans Leuchtfeuer, um alles aufzufüllen und ja, zu holen und so weiter. Beziehungsweise zu erholen, also die... Na, brauche ich eigentlich nicht mit Giftfallen machen, aber jetzt bin ich einmal dabei. Die Haltbarkeit der Waffen wieder zu erneuern. So. War's. So, ihm mache ich mal einen normalen Bogen, damit er mal runterkommt. Mal schauen, kommt er runter? Ja, sieht doch gut aus. Und gute Nacht. So, ihn da oben hole ich auch. So, komm mal runter, bitte. Ich würde dich gerne hier besiegen. Hallo, kommst du mal? Ah. So. Danke. Mal schnell nachschauen, wenn wir hier vorne sind. Aber ja, nichts gedroppt. Gut, dann gehen wir jetzt weiter. Ja, und jetzt wird das böse Problem, wenn wir sie hier vorne besiegen... Dann wird der Riese aufwachen. Denn die Riesen kennen wir ja noch. Die werden ja... Oder? Kennen wir die schon? Ich glaube ja. Die werden ja aktiviert durch Seelen. Das bin ich am überlegen. Aber ich glaube, ich mache es trotzdem mal. Ja. 3 hätten gereicht. Jetzt seht ihr jetzt... Wir kriegen keinen Seelen dazu, sondern die Seele fliegt zu ihm. Nein. So, und ich glaube, er lässt sich auch nicht groß vergiften. So,
Sieht auf jeden Fall schlecht aus. Nee, der lässt sich nicht vergiften. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal... Er dürfte eigentlich bis hier nicht kommen, deswegen mache ich das hier gerade. Nehmen wir mal... Wo ist es denn? Wo ist es denn jetzt? Da, die riesige Keule rein. Halt, komm mal her. Und kümmern uns mit der Keule um ihn. So, da Mann. Aber an Belastung haben wir jetzt ein bisschen viel, aber okay. So, ihn... Oder die bekommen wir nicht anvisiert, okay, dann... Bitteschön. Und... Ja, ihn hole ich nochmal mit Giftfallen weg. Wenn ich ihn da mal treffe. Ja, es war jetzt so... Nein! Falsche Richtung. Okay. Ging aber. Ja, trinke ich nochmal einen Schluck. Warte, bis er stirbt. Gut, da kriegen wir die Seelen noch. Und dann einmal ihn da wegholen. Komm mal hier hin, bitte. Jetzt kommt der andere natürlich schon. Au. Gut, dann killen wir mal einen hier vorne. Am besten ihn, genau. Am besten den mit dem Schild. Okay, wenn er nicht will, killen wir erst ihn. Und dann ziehen wir jetzt mal den mit dem Schild hier vorne zum Riesen hin. Trinke ich aber nochmal einen Schluck. Komm mal hier rein. Komm hier rein. Komm. Komm her. Komm doch. Ja, irgendwie rolle ich da teilweise wirklich zu spät. So, komm mal her. Ich hoffe, das reicht von der Nähe. Ja, es reicht. Sehr gut. So, ja, die Keule raus. Und schnell mal weg von dem Riesen. Ich hoffe, der zerdeppert mir jetzt hier nicht die Truhen. Nee. Nein, 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 nein. Bitte nicht. Okay. Ich dachte, er wollte es angreifen. So, einmal drauf da. Nochmal drauf. Ein Stück weg und ein bisschen Ausdauer holen. Und tschüss. 4200 Seelen bringen die, also schon eine ganze Menge. Nein! Nein, 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 nein. Und wir werden sterben. Ja, sehr schön. War doch eine Mimik. Eigentlich... Ja gut, was heißt eigentlich, werden die im Eis ja gezeigt. Scheinbar ja nicht. Okay. Na gut, müssen wir es nochmal machen. Erstmal... Du hier weg. Dann kommst du da weg. Nein, andere Seite. Auch wenn ich gegen die Wand geschossen habe. Wir sind auf der anderen Seite. Hallo, hier. Ja, jetzt hat er uns gesehen. Na, schieß doch mal. Geht doch. Der hat sogar was gedroppt, aber das holen wir uns gleich. Erstmal holen wir nochmal ihn. So. Jetzt holen wir uns schon mal das Item. Während er da runterkommt, einmal gelbes Kraut, ja, nehme ich. Geschenkt nehme ich sowieso, ne? Und auf geht's. Gut. Ich weiß gar nicht, ob die Riesen respawnen. Ich glaube ja, ich meine, ich hätte im Kopf, dass sie... Ja, die respawnen. Kann man die denn jetzt... Okay, jetzt kann man sie theoretisch umgehen. Den aktiviere ich trotzdem mal. Ich erstmal die hier weg. Ja,
Naja, okay, ich hole es noch nicht weg. Nicht, dass sie jetzt mit dem Riesen mitkommt. Das war nicht gut. Wieso macht er immer einen Drehangriff? Achso, weil ich es einhand habe. Deswegen mache ich auch kaum Schaden an ihm. Und ich sollte mal hier weggehen. So, jetzt. Oh, eine große Range. So, mal was trinken. So. Komm, greif nochmal an. Ah, du Arschloch. Gut. Na, eigentlich könnte man die Riesen auch stehen lassen. Jetzt die restlichen, die wir nicht unbedingt machen müssen. Ja. Da nehme ich Giftpfeile, obwohl ich keine brauche. Na gut, ich lasse mich einfach mal treffen. Dann kriegen wir nämlich schneller vergiftet. So, jetzt haben wir einen. Ja. Gut, bleib bitte da hinten stehen. Tu mir den Gefallen. Danke. So, nehmen wir mal Degen rein. Wow. Ich dachte eigentlich zwei Schläge reichen schon, aber doch nicht. Nein! Hehehehe. Ja gut, die eine Truhe, auf die er zuläuft, kann er ja ruhig zerkloppen. Okay. Gut. Dann mache ich mal eben einen Bogen. Zumindest ein bisschen. So. Na komm, greif an. Au. Und schießen. So. Hallo, meine Freundin. Und gute Nacht. Symbol der Habgier. Symbol der Habgier. Moment. Symbol der Habgier. Ich habe jetzt leider vergessen, darauf zu achten, was es war. Ach, ich glaube, ich weiß, was es ist. Genau, da ist es. Symbol der Habgier. Kopfbedeckung mit Abbildung der habgierigen Kreatur, die Schatztruhen nachahmt. Erhöht Seelenabsorption und Finden von Gegenständen. Senkt jedoch langsam TP. Es gibt eine Legende über eine unverbesserliche, habgierige, antike Gottheit, die offenbar unter Schurken beliebt ist. Sonst wäre dieser Gegenstand niemals angefertigt worden. Ja, also kommen mehr Seelen, wir finden mehr Items, aber verlieren stetig TP und daher nehme ich es eigentlich nicht, weil sich da meiner Meinung nach nicht lohnt. So, drei Glitzer-Titanit und drei Fossil-Drachenknochen. Und dann schauen wir mal. So, hier war ja keiner, genau. Und da oben war erstmal die Alte. Die kann man direkt mal mit dem Bogen dann wegholen. So, dann war sie schon mal. Au, ja, war nicht der Plan. Ich würde ihn gerne vergiften, mal eben. So, jetzt darf... Sehr gut. Jetzt ist er vergiftet. Und bitte den anderen einmal anvisieren dann. Nehmen wir es wieder dual. Ja, warten besser, bis er einen stirbt. Aua. Ja, trinken wir nochmal einen Schluck. Ah, die haben eine Range, das ist unnormal. So. Da haben wir ihn aber. Und ich... Oh, ich glaube, das war ein Fehler.
mal schauen. Ich glaube, das war ein Fehler. Denn, ja, jetzt haben wir... Obwohl, nee, war nicht unbedingt einer. Wir haben zwar niemanden mehr hier, aber... Wenn wir gut sind, können wir den, glaube ich, genau, wir können die so besiegen. Wir müssen halt nur aufpassen mit der Truhe, dass wir die nicht treffen. Nachteil, wenn man es so macht. Obwohl, eigentlich gibt es keinen Nachteil. Sondern ein Vorteil. Da hat man schon mal einen Riesen erledigt. Aber, wo manche nicht dran denken. Können wir ihn erledigen. Setzt er Seelen frei. Befreit damit natürlich einen anderen. Ihn hier. Okay. Komm mal her, mein Freund. So. Ah, okay. Klappt nicht so ganz. Jetzt aber wieder. Man sieht, Keule macht schon ordentlich Damage. Die könnte man eigentlich auch nochmal aufrüsten. Ich weiß gar nicht, auf was wir die jetzt haben. Auf 6. Ja, könnte man sie definitiv nochmal aufrüsten. So, jetzt hole ich mir erstmal die Truhe. Was nicht geht, okay. Gut, dann müssen wir ihn hier auch noch besiegen. Ja, was heißt besiegen? Eben kalt machen. Und wirklich darauf achten, dass wir die Truhe nicht unbedingt treffen. Ja, falsch. Ja, sieht gerade gut aus, so wie wir stehen. So, das war's. Und dann öffnen wir sie. Und haben ein geschwungenes Nilgroßschwert. Geschwungenes Nilgroßschwert. Jetzt auf jeden Fall schon mal das Großschwert. Großschwert des Schwarzen Ritters. Feinde. Ja, ist jetzt die Frage, wo das wieder bei ist. Hier scheinbar nicht. Was? Nee, das war ein Stab. Ja, ne? Wo bist du? Ich gehe gerade nach dem Optischen, weil ich hatte im Kopf, dass es irgendwie das ist, glaube ich. Genau. Geschwungenes Großschwert mit unheilvoller Klinge. Einen der verbotenen, vom Weißen König weggeschlossenen Waffen. Geformt aus Stein, Holz und den Überresten einer höchst seltsamen Seele. Das heißt, die Waffe werde tödlicher, je weiter ihr Gebieter reist. Ja, was das wirklich bedeuten soll, je weiter ihr Gebieter reist, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Verstehe ich nicht wirklich. Hat aber auch ein bisschen hohe Anforderungen für uns. Und wir gehen erstmal hier hin. Ja, wie man jetzt sieht, hier haben wir wieder schön... Ich weiß gar nicht, kommen die hier hingelaufen? Einer kommt auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Denn dann aktiviert der gleich nicht den Riesen, wenn wir ihn getötet haben. Oh. Komm mal her, bitte. Ich gehe mal näher ran. Vielleicht kommst du dann. So, jetzt komm mal mit. Ja, genau. Immer ein bisschen bitte mit mir mitkommen. Nein, sollst dich zaubern? Du sollst mit mir mitkommen. Okay, wisst ihr was? Jetzt ist mir auch Latte. Aua. Okay. Er will das so. Nein, warum laufe ich mich da nach hinten? Ich hätte mich hinter ihn rollen sollen. Ist doch genug Platz. Hat noch nicht gereicht, schade. Aber jetzt. So. Haben wir ihn, er ist ja noch ruhig. Aber ich glaube, vorsichtshalber erledige ich ihn trotzdem mal.
Sieht uns natürlich ordentlich was ab von dem... von der Keule, aber... ist okay. Und wir nehmen mal die Degen noch dual und öffnen das Tor hier. Ich habe noch keine Ahnung, was da unten, was das für ein Geräusch ist. Und er dürfte jetzt mitkommen. Genau. Aber bevor wir hier weitergehen, bevor ich die Folge beende. Was ist denn das? Ach, da steht noch einer, okay. Ja, ein Ritter aus Ileum Lois. Sucht das Chaos, okay. Und ich hole mir mal drei Flammenschmetterlinge. Und hier gab es irgendwo eine versteckte Wand. Ich glaube hier. Nee, hier. Genau. Damit kommt man dann ja hier auf die Brücke. Das heißt, wir sind jetzt oberhalb des Leuchtfeuers. Können hier einmal hochgehen. Hier bekommen wir nämlich an die eine... ja, kommen wir an die eine Truhe. Ich sollte eigentlich wirklich Schluss machen. Ich mache hier gleich eh weiter. Also für mich gleich, für euch nächste Folge. Und, ach ja, ich habe kein Estus mehr. Sollte aber nicht das Problem sein, denn ich denke mal, wir werden es jetzt so machen. Das sieht mir nicht nach einer Mimik aus. Ich öffne die Truhe mal. Hole es mir. Feuerklauenring. Und er erhöht wahrscheinlich Feuerschaden. Genau, er erhöht Feuerangriffe. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und einen Kommentar da. Und bis zum nächsten Mal bei Dark Souls 2 Scholar of the First Sin.